Hallo, mein Name ist Ursula Busch. Ich bin die Vorsitzende der SPD-Fraktion im Römer. In den letzten Wochen und Monaten habe ich mit verschiedenen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern aus der SPD-Fraktion, aber auch aus der Stadtregierung gesprochen, über verschiedene Themen, die wichtig sind für unsere Stadt und für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Da ging es neben vielen Themen beispielsweise um bezahlbare Wohnungen, um Kultur, um den Sport oder auch um ein autofreies Mainufer. Im nachfolgenden Clip werden Sie einen Ausschnitt zu einem dieser Themen sehen. Die Gesamtvideos sind immer auch auf unserer Website www.spdimrömer.de zu finden. Neben mir steht Mike Josef, der Dezernent für Plan und Wohnen der Stadt Frankfurt. Wir sind hier am Rande des ehemaligen Unicampus, direkt vor der Akademie der Arbeit, auch als ADA bekannt. Mike, was ist das Besondere an diesem Gebäude hier? Unsere wichtigsten Ziele sind die Schaffung von bezahlbaren Wohnungen und die Vielfalt der Baukultur. Beides schaffen wir, weil wir dieses Gebäude als Stadt erworben haben. Und über eine Konzeptvergabe entstehen hier 30 Wohnungen. Bis die Konzeptvergabe abgeschlossen ist, werden hier Studierende einziehen, es entstehen Studentenwohnungen und es entsteht ein Stadtteilcafé von Initiativen, die aus Bockenheim kommen, weil es uns wichtig ist, weil dieses Gebäude eben auch für Bockenheim steht. Kannst du erklären, was eine Konzeptvergabe ist? Bei der Konzeptvergabe entscheidet nicht das höchste Angebot über die Vergabe des Grundstücks, sondern das beste Konzept. Es gibt einen Festpreis für das Grundstück und dann entscheiden beispielsweise Kriterien wie, wer bietet eigentlich die preisgünstigsten Wohnungen an? Wer hat eine gute Nutzung im Konzept? Das heißt, entstehen Gemeinschaftsräume, Cafés? Gibt es ökologische Kriterien, die mit einspielen? Das ist am Ende ausschlaggebend und nicht der Preis. Und das ist eben ein ganz gravierender Unterschied zur Vergabe von konventionellen Grundstücken. Auf dem ehemaligen Universitätscampus werden aber nicht nur günstige Wohnungen entstehen, oder? Das Hochhaus 140 West auf dem ehemaligen Gelände des AFE-Turms, wo ich selbst noch studiert habe, ist ein gutes Beispiel dafür, dass, obwohl hier nicht eine einzige geförderte Wohnung entsteht, trotzdem der Projektentwickler sehr ehrlich gesagt hat, er wird trotzdem die Marktpreise nehmen, die der Markt auch hergibt. Und das sind nun mal sehr, sehr hohe Eigentumspreise von teilweise 10.000 Euro aufwärts. Und deswegen ist für uns wichtig, dass zukünftig überall, und das wurde eben in der Vergangenheit nicht zur Konsequenz angewendet, 30% geförderter Wohnungsbau entsteht, damit auch jeder Frankfurter, jede Frankfurterin sich in jedem Stadtteil auch die Wohnung leisten kann. Das haben wir geändert und das werden wir in der Zukunft auch sehr konsequent machen. Das Ergebnis ist, dass wir beispielsweise heute in den teuersten Innenstadtlagen, wo auch Hochhausprojekte entstehen, 30% geförderte Wohnungen entstehen werden, was eben vor unserer Zeit, als die SPD nicht Teil der Regierung war, nicht umgesetzt wurde. Jetzt gibt es noch den Baulandbeschluss, der es ermöglicht, dass bis zu zwei Drittel der Gewinne über die Stadt dem Allgemeinwohl zugutekommen, also Schulen und Kindergärten davon gebaut werden können und Grünanlagen entstehen. Der Baulandbeschluss ist ein extrem wichtiger Schritt für uns als Stadt Frankfurt. Andere Städte haben schon ähnliche Beschlüsse mit klaren Spielregeln für die Ausweisung von Bauland. Deswegen ist es hier für uns ein konsequenter Schritt. Lange Zeit hat sich die Union dagegen gewehrt und hatte Vorbehalte. Für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten war es richtig, dran zu bleiben, weil der Baulandbeschluss auf der einen Seite Investoren und Investitionen fördern soll, umgekehrt aber Spekulation verhindern wird. Von daher ist eine klare Transparenz in den Markt hinein auch ein Vorteil für die Investoren, aber eben auch für die Schaffung von bezahlbaren Wohnungen in unserer Stadt. Besonders wichtig sind dabei bestimmt feste Quoten für preisgünstige Wohnungen. Das ist absolut richtig, weil wir hier nicht nur bauen, weil wir bauen möchten, sondern es geht darum, dass wir den Bedarf der Stadt, die Bedürfnisse der Menschen so weit abdecken, dass wir auch einen vernünftigen Nutzungsmix und Wohnungsmix hinbekommen. Und unsere Bevölkerungsstruktur, gerade in einer Stadt wie Frankfurt, ist sehr unterschiedlich. Und deswegen haben wir jetzt im Baulandbeschluss neben den 30% geförderten Wohnungen eben auch 15% gemeinschaftliche und genossenschaftliche Wohnbauprojekte fest vorgesehen. Das war in den letzten 10 Jahren nicht eindeutig. Das ist jetzt klar reserviert. Darüber hinaus wird das 15% frei finanzierte Mietwohnungsbau
Mietwohnungen geben, weil wir eben nicht das Bild einer Stadt haben, in der nur geförderte Wohnungen und Eigentumswohnungen entstehen, sondern eben auch für die breite Mittelschicht frei finanzierte, bezahlbare Mietwohnungen entstehen sollen. Damit stärken wir im Übrigen auch Bestandshalter. Und klar ist für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten aber auch, dass wir mittelfristig 50% geförderte Wohnungen bei uns in der Stadt haben möchten. Dankeschön. Ich hoffe, dass wir das bald schaffen. Eine sozial gerechtere Stadtentwicklung ist möglich, aber nur mit einer starken SPD in Frankfurt.